ich denn meine Runen nochmal? Profil und Profil. Dann Runen, ja? Genau. Na dann. Warte mal noch kurz. Mach grad noch die Runen zu Ende. Hier geht's mehr Gold per Minute. Was habe ich hier noch Neues? Bound Attack. General Attack. 4%. Fast fertig. Das ist Anti-Air. Also was wollte ich jetzt hier rausmachen? Irgendwas wollte ich ausprobieren. Was habe ich denn neu bekommen? Den da. Den weg. Den rein. Anti-Air habe ich trotzdem. Klingt sinnvoll. Dann muss ich den komischen Trade noch neu machen. Safe. Alles klar. Kann losgehen. Wenn ich kann mir noch ganz viele Sachen, weil ich schon so ein hohes Level habe, frei, wo ich, wenn ich wie heißt es? Wenn ich diese komische Tutorial-Kram mache, kriege ich da immer noch mal 5 Runen von irgendwas und so. Und wenn du 10 hast, kostet es ein bisschen Geld und dann kannst du sie upgraden, dann werden sie stärker. Hackst du gerade ab, ja? Ich mach mein Dings hier noch fertig. Komm mal ran. Ui. Ja, lass ihn noch machen, wir haben dich da auch machen lassen, also. Ja, ja. Spannend. Ich muss Sachse immer ein bisschen Druck machen, weißt du doch. Naja. Aber weißt du was, ich hol mir in der Zeit nochmal mein Eis. Und dann klatsch mal die nächsten weg, würde ich sagen, Jungs. Alter, das ist ein neuer. Ich hab's halt überhaupt nicht. Ach ja.
Ich bin da mal kurz raus, ich will mir nicht die Skills nochmal angucken. Ich bin ja wahrscheinlich komplett raus, ne? Ja. Okay. Wo sind denn die Skills? Commander Skills. Das ist meine Rasse, die ich gerade spiele. Das da. Dein Piranha. Alter, ich gewinne das nicht. Welches? Ah, das scheiß. Eine scheiß Erbette mit dem Bogenschützen drunter. Commander Academy Erbette mit Bogenschützen drunter. Welches ist denn das? 11, 10? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Air Support? Nee. Wo bist du denn? Bin ich doch weiter hier oben. Warum kriege ich die denn nicht tot? Alter, was sind denn das für Scheißviecher? Haywatch? Nee. Anscheinend müsstest du schon gehabt haben. Die Spinnen hattest du auch schon. Ich weiß halt nicht, bei welchem du bist. Muss mir sagen, bei welchem du bist. My arrow is willing to give them a kiss. Scheißdreck, Alter. Sag mir einfach, bei welchem du bist. Ach, kannst du mal kurz ruhig sein? Jetzt würde das was daran ändern. You have to relax when you're shooting an arrow. Immer noch 13, okay. Guck mal nochmal rein, was die 13 war. Das ist zu wenig. Anti-Air gewesen. Hm. Habe ich das vorhin gemacht? Death is merely another foe. I will make some honey just for me.
wird alles immer noch umarbeitet, Alter. Das ist halt so ätzend. The answer to light should not be death, but more light. Hm. Like jerky drum. Make some honey, just then is merely another foe I will overcome. Alles, was ich machen kann, durch. Das war eins von den schwierigeren. Auf jeden Fall habe ich vorhin auch mehrere Friffe gebraucht. Und ich weiß, kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern. Du brauchst 4 Tanks, glaube ich. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Krieg's auch nicht mehr hin. Thank you.
Oha, lol. Jede Variante hat ja auch noch seine eigene Lore, oder? Kann sein. Ja, ich kann nur so durch Zufall gesehen. Das sieht gut aus. 3-6-18. Das ist Axel. 3 Tanks. 18 Stealth. 6 normale Flugeinheiten. Keine AOE oder wem? Brauchst du nicht. Das andere Vieh brauchst du nicht. Weil das zu schnell läuft, das läuft vor die Tanks. Habe ich vorhin auch eine Weile gebraucht. Wenn man dachte, fick dich doch. Ja, aber ich habe halt mit denen immer nur ganz, ganz, ganz knapp verloren, ne? Also wirklich verdammt knapp. Ja, manche von den Dingern sind echt ein bisschen komplizierter. Und manche gehen halt mega easy. Und vorhin zum Beispiel die 19 und die 18 habe ich zum Beispiel noch nicht fertig, aber die 20 habe ich schon gemacht. Weil die 19 und die 18 irgendwie ein bisschen disgusting waren. So, ist jetzt ready? Mike, lädst du ein? Mhm. Nee. Man muss quasi auf die Idee kommen, dass die eine Einheit nutzlos ist, weil sie zu schnell läuft. Aber bei diesem einen anderen, da kannst du mir nachher helfen, wenn du soweit bist, Alter. Mit dem Healern und dem Bär oder was das war. Der habe ich immer noch nicht hingekriegt. Ich will das jetzt eigentlich erstmal machen, aber okay. Bringt doch nur Geld. 40 Gold, Axel. Scheiß drauf. Kannst du nachher noch machen. Oder willst du gerade unbedingt irgendeine Unit kaufen und dir für Cash? Eigentlich einen anderen Tank, ne? Welchen anderen Tank? Für meine Baseline-Starteinheit. So. Hast du nicht genug Geld, oder was? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ihr euch die kaufen kann. Ach so. Du kannst, wenn du in. Geh mal raus. Irgendwie abbrechen? Kennst du, ja. Klick auf Army Setup. Klickst auf deinen Tank. Welcher ist denn das? Dieses haben wir ja, eine. Ja. Dann klickst du unten auf Info. Da steht rechts Unlock. Oder du klickst. Wenn, den kannst du ja nicht mehr, weil den hast du. Also du klickst auf den nächsten Tank. Ja, der hat dann so ein fetteres Schild und so, ne? Den willst du ja haben. Klickst Unlock. Da auf Unlock, dann klickst du Cancel. Dann steht da, dass du 1200 Gold brauchst oder 120 von diesen Kristallen. Die hab ich noch nicht mal bisher. Also ich brauch 1800 für den. 1800? Dann fehlen dir irgendwo Blueprints, die ich bekommen habe. 1800? Ja. Hab ich im Blueprints bekommen. Für den zweiten Tank. Also du hast jetzt schon das taktische Ding gemacht. Aber den Regular paarweise, ne, meinst du? Wahrscheinlich hat der dann einen Dings, wo du welche bekommst. Warte mal. Geht mal über euer Coin-Income oder über eure Coins. Da steht, dass du tatsächlich in den ersten 6-7 Tagen sowieso 100% mehr Coins bekommst. Also es ist tatsächlich sinnvoll, einfach zu spielen. Ja, aber das ist ja jetzt so. Jetzt ist es ja erstmal alles egal. Ja, aber wenn Axel halt das kaufen will, ist das, glaube ich, die schnellste Variante, da ranzukommen. Kurz gucken. Also, es wäre halt auf jeden Fall einfach die bessere Einheit davon, ne? Weil mehr HP und halt weniger Damage. Aber es ist halt egal. Macht halt hast du die 16 schon frei? Ich glaube, ich habe das von der 16, weil da wird die Einheit vorgestellt. Nee. Man muss ja warten, bis du die 16 nachher frei hast. Dann kriegst du das da. Also ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich die 16 frei gemacht. Ich mach das von. Bleib mal ein. Mike, nochmal. Danke. Also die 16 müsste das sein. Aber ich sperre halt eh immer nur denselben Jam. Aber ich glaube, das macht man halt auch, weil bei den anderen weiß ich halt auch noch nicht, wie ich damit klarkommen kann. Keine Ahnung. Also das Volk, was halt manchmal die ganze Zeit spielt oder sowas. Das fand ich halt ein bisschen clunky und da habe ich halt auch nur irgendwie ist es geschissen bekommen, weil ich halt massive Spellcaster hatte, ne, und die halt auch relativ schnell geupgradet habe. Die Tanks sind halt ganz gut. Aber
aber die... Ich finde, das Volk des Mike hat auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde, es sieht verdammt geil aus, aber ich komme damit auch nicht so gut klar. Da das Problem ist, ich komme mit dem anderen Volk auch besser klar. Also, sobald ich meine Battle-Cruiser habe oder sowas, gefühlt oder sowas, ja, was würdest du dagegen machen? Weil die Orbs... Einheiten bauen. Weil die Orbs bleiben halt auf dem Ding stehen, ne? Ja, die nuke ich halt einfach alle weg. Und die Einheiten nukst du nicht zwingend alle weg. Klar. Hast du noch nicht mal die Hälfte der Einheiten gesehen aktuell, die in dem Spiel sind? Glaub mir, die nukst du nicht alle weg. Ich hab auch richtig fette an die Einheiten zum Beispiel. Oder welche, die einfach Stealth sind und die deine Battlecruiser dann auseinandernehmen, wenn nicht genug Anti-Stealth-Detection ist und so ein Scheiß. Ah, ich spiel mit meinem selben Setup, selber Jam. Ja. Spielen wir denselben Song nochmal? Na dann, du musst dann, oder wer will mit wem denn anfangen? Willst mich anfangen? Ja, komm ich nach oben? Noch gar nicht. Erst wenn die anderen auch ausgewählt haben, können wir switchen. So. Und dann gehe ich wieder ganz da unten. Ja, lass mich wieder anfangen. Keine Ahnung, hast du denn eine Einheit, die du so spät bauen musst? Also kannst du richtig auf was Gutes saven oder nicht? Nö, alles gut, komm, kannst du nach hinten gehen, dann kannst du noch ein bisschen weiter saven. Ja, das ist bei mir ist halt relativ Schwachsinn. Also eigentlich ist es halt für uns besser gewesen, weil du dann einfach mit deinem DPS schon das erste Ei gekillt hättest. Dann muss er den anderen mit dem Swarm dann halt machen. Also ich hoffe, ich werde halt nicht irgendwie gecountert, wobei ich noch keine Counter-Einheit gesehen habe dazu. Early Game. Early Game ist richtig schwer, wenn die scheiß Dorn zu kommen, dann finde ich. Also vor allem, wenn die jetzt schon pre-upgraded sind, ne, ist halt so, really? Ein Chineser, ah, ein Russe und ein irgendwas anderes. Guck mal. Ich würde sagen, einfach ein bisschen stoppen. Du kannst nachher deine upgraded Einheit kaufen, wenn wir strugglen. Erstmal ein paar Leute stompen. Ach, ich brauche ja mein Ding. So gegen was spielen wir eigentlich? Gegen keinen Terraner? Nee. Finde ich auch gut so. Warum? Weil die mich immer nerven mit meinen Wölfen. Wenn die nämlich die Dorn-Typen bauen, ist das ein bisschen nervig. Die Flamethrower mache ich einfach mit der Masse kaputt, das ist mir egal. Ja, die Flamethrower, die baue ich halt auch nicht mehr. Die sind nicht effektiv genug. Ich will den Dorn-Typen mal mit den fliegenden Medivacs spielen. Genji? Die stehen besser. Ist egal. Oh, nice. Ich habe fürs nächste Mal meine zwei Tanks. Ich finde es manchmal ein bisschen random, wie weit die durchlaufen. Ja, bei den solange die Eier da sind, ist alles ein bisschen random da in der Mitte, das stimmt allerdings. Mein Tank? Oh. Ja, mein Tank macht Tanksachen. Tank macht Tanksachen. Und jetzt kommt meine Masse nochmal rein. Hat der geupgradet? Nein, gut. Wenn er keine geupgradeten Genjis hat, ist egal. Hier mal auf Early Game, ja? Ich mache jetzt erstmal zwei Tanks und drei Dinger. Teleport, okay, also die kriegen dann schnell Reinforcements. Das Problem ist, wir killen halt deren Ex, ne? Oh, komm schon, killt meine da hinten. Ja. Haut alle auf den Tank drauf ein. Also sind ein bisschen viele, ne? Ja. Mhm. Flamethrower, recommendest du, das halte ich für Schwachsinn. Ich mach die mal kurz weg, die gegnerischen Einheiten. Die Recommends sind halt irgendwie so ein bisschen schwierig manchmal. Wenn ich mir auch so. Nö, lass mal stecken. Haben wir schon das erste Ding bekommen? Ja, das erste Ei haben wir schon. Also ich durfte jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen aushelfen. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall. Jetzt sollte knallen. Also jetzt habe ich 4 Tanks, also jetzt haben sie es schwerer. Massen Genji. Nice. Okay, was mache ich gegen Massen Genji? Die Dorn Aura höher. Weil dann bringt die Armor auch nichts mehr. Ich habe meine Ground Unit, die sich einbullet, gebaut. Ja, guck mal jetzt hier. Meine Tanks und deine Scheiße. Während meine Viecher einfach die Eier hinten zerlegen. Gut, ich baue jetzt schon mal meinen ersten Dings und ich baue gleich einen Detektor in der Wave. Ich habe meine Tanks. Ich habe schon mein Anti-Air-Ding gebaut. Ist das erste Turret schon weg? Mhm. Der zweite auch schon. Ah nee, wait, warte, sorry, mal weg. Doch, der zweite ist auch schon weg, ne? Ja. Könnt ihr eine Ability usen?
Noch nicht. Also ja, ich könnte den... Aber das Petrify ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Zack! Oh, und das mache ich jetzt hier. Putz. Neues KG. Kann man... Ja, nochmal Ability. Ich reinforce nochmal. Ich schwing die gegnerischen Einheiten weg. Ich hab da mal noch meinen großen hingebastelt. Okay. Guck mal, die gegnerischen Einheiten rennen jetzt random rum und können nichts machen. Das irgendwie 10 Sekunden lang oder so. Der Skill ist komplett broken und der kostet nichts.